Wo genau beginnt eigentlich ein Vitamin D-Mangel? Haben Sie persönlich einen Vitamin D-Mangel? Was gilt es bei dem Thema Vitamin D grundsätzlich zu berücksichtigen? Wir haben dieses heiß diskutierte Thema im Detail uns angeschaut und sind den Fakten auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse sind eindrucksvoll und führen auf die Spuren eines fatalen Fehlers des IOM, des amerikanischen Institutes of Medicine. Dort hat man vor Jahren Daten zusammengestellt und mit der statistischen Auswertung einen fatalen Fehler gemacht, der bis heute fortwirkt, da diese damalige Publikation immer noch entsprechend zitiert wird. Schauen Sie sich an, was wir herausgefunden haben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Heute habe ich ausnahmsweise keinen externen Gast, sondern ich habe einen internen Gast, das heißt einen Mitgesellschafter der Akademie, Christopher Gödel. Er ist unser jüngster Mitgesellschafter und trotzdem schon sehr intensiv unterwegs, aber nicht aus der Medizin kommend, sondern aus dem technischen Bereich kommend. Er ist aber so begeistert für Vitamin D, dass er seine Masterarbeit mit diesem Thema abgearbeitet hat. Und von daher bin ich also sehr stolz, ihn heute vorführen zu können, ihm zu zeigen, dass er Mitarbeiter ist und dass wir diese Daten aufgearbeitet haben. 2 Millionen Daten im Detail und damit auch Aussagen machen können zu Fragen, die immer wieder diskutiert werden, die offen sind, wo man heute sagen kann, aufgrund dieser Fülle von Daten und natürlich der Literatur, die wir haben, sind einige Dinge, die immer wieder mit Fragezeichen versehen werden, ganz klar nicht mit Fragezeichen, sondern sie sind Fakten. Und es geht nicht darum, Fakten zu erfinden, wie im Fernsehen, sondern Fakten zu vermitteln. Hallo Chris. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich entsprechend jetzt einmal auch mit ja, so dabei sein darf. Vielleicht gerade so ein paar Worte zum Hintergrund vielleicht noch. Du hast gerade schon gesagt gehabt, ich habe eigentlich nicht den rein medizinischen Hintergrund, sondern ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich. Ich habe im Bachelor Technomathematik studiert, das ist angewandte Mathematik in Ingenieurswissenschaften. Und auf der anderen Seite habe ich danach mich im Master auf Medizin-Ingenieurwesen spezialisiert. Das heißt, da ist dann doch irgendwo die Medizin wieder drin, aber aus einer anderen Perspektive. Und da war entsprechend meine Vertiefungsrichtung künstliche Organe, regenerative Medizin. Und regenerative Medizin kann entsprechend auch ja durchaus mit den Ressourcen, die der Körper selber hat, stattfinden. Und so kam ich dann entsprechend bei der Masterarbeit, vorher noch quasi bei der Projektarbeit, aufs Thema Vitamin D. Und wie der Zufall oder Schicksal es ja so gewollt hat, kamen dann entsprechend ja gerade sehr viele Vitamin D-Daten von deiner Seite im Prinzip in Reichweite, wo ich gesagt habe, oh, spannend, das ist eine super Gelegenheit. Und von daher gab es da ganz, ganz viele Daten, die wir analysieren konnten. Aber ich sage mal, in der Session jetzt soll es ja noch einmal noch gar nicht um die direkten Ergebnisse davon gehen, das machen wir nochmal separat, sondern einfach erstmal eine fundamentale Frage, mit der ich mich selber auch am Anfang der Masterarbeit, der Projektarbeit erstmal beschäftigen musste, weil das ja entsprechend so das zentrale Thema ist, was immer wieder aufkommt. Ab wann haben wir eigentlich einen Vitamin D-Mangel? Was ist jetzt ein Mangel? Und da kommt man ja ganz schnell dann in die Frage, sind wir da bei 20 Nanogramm pro Milliliter, sind wir bei 30, sind wir bei 12 und so weiter. Und es kommt immer wieder, gibt es ja dann auch entsprechend Berichte, wo es heißt, nee, wir sind gar nicht so sehr im Mangel, sind gar nicht schlecht versorgt, ist alles in Ordnung, halb so wild. Und da es eben in der Masterarbeit ja auch mit darum ging, zu gucken, wie viele Leute innerhalb der letzten 10 Jahre tatsächlich in einem Mangelstatus sind, muss man sich mal überlegen, wo setzt man diese Grenze? Weil mit dem Setzen dieser Grenze werden natürlich alle Resultate, alle Aussagen, die daraus getroffen werden, sind fundamental davon abhängig. Und damals habe ich auch mich schon sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, aber jetzt gerade eben für das Gespräch bin ich noch mal tiefer reingebohrt und habe mal angefangen zu graben, weil es ist ja ganz spannend, wenn man da eben halt guckt, wo man überhaupt erstmal initial loslegt, von wo kommt denn diese Empfehlung? Und ich mache dazu mal gerade eine kleine Präsentation an, dass wir da entsprechend einfach auch ein bisschen folgen können, dass man hier einmal durchgehen kann. So, jetzt glaube ich, müsste man den Bildschirm sehen. Klappt das soweit? Ja, ne? Ja, wunderbar, perfekt. Also, die Frage ist im Prinzip ja, von wo kommt letztendlich die Debatte um die richtige Grenze für einen Vitamin D-Mangel? Welche fundierten Aussagen und Grundlagen gibt es? Und da wollen wir erstmal starten mit den amtlichen Empfehlungen, weil das ist das, was man am häufigsten hört, wo es immer heißt, ja, die verschiedenen Gesellschaften sagen entsprechend immer Vitamin D-Mangel so und so. Also im Prinzip da nochmal reingeschaut und geschaut, was sind da eigentlich so die wichtigsten Institutionen, die da immer wieder zitiert werden, wo es immer wieder heißt, nein, das ist doch alles in Ordnung. Und dazu gehören dann unter
anderem die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Dann gibt es auf der anderen Seite das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit plus das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Auf der anderen Seite sieht man gerade nochmal das zugehörige wissenschaftliche Paper von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und dann gibt es noch die EFSA, die European Food Safety Authority. Und auf der rechten Seite das Institute of Medicine aus den USA. Und dazu passend noch die National Institutes of Health, ebenfalls aus den USA. Und wenn man da mal im Prinzip reinschaut und guckt, von wo kommen denn eigentlich diese Grundlagen? Weil irgendwo müssen diese Empfehlungen ja herkommen. Das heißt, irgendwo muss eine wissenschaftliche Grundlage sein, auf die sie sich beziehen. Und wenn man das tut, dann findet man auf der einen Seite, dass sie ganz häufig untereinander sich auch verlinken und sagt, Mensch, das habe ich doch von da und da und da. Aber wenn man dann weiter guckt, von wo haben die es denn, dann landet man letztendlich beim IOM, das heißt beim Institute of Medicine. Das heißt, da ist die Wurzel der ganzen Geschichte. Ich habe das Ganze auch nochmal hier übersichtlich zusammengestellt, dass man eben nochmal gucken kann, wo findet man diese ganzen amtlichen Empfehlungen eben von der DGE, von der BfR, BVL, EFSA, NIH und IOM. Also viele Abkürzungen, aber letztendlich führt alles irgendwo wieder auf die IOM zurück. Das heißt, die hat nämlich entsprechend 2011 einen Report rausgebracht und da ist aber ein großer, großer Fehler passiert. Und da wollen wir jetzt einmal genauer reinschauen und gucken, wo denn eigentlich da die Ursache für liegt. Und zwar, wenn wir da einmal reingehen, dann gibt es auch dazu wieder ein passendes wissenschaftliches Paper von 2011, wo sie dann eben ihren Report on Dietary Reference Intakes, das heißt eben die Empfehlungen für die Ernährungseinnahme letztendlich, eben für das Thema Calcium, aber vor allen Dingen Vitamin D. So, und da gab es entsprechend relativ schnell auch eine Reaktion darauf, weil das, was dort empfohlen wurde, waren 20 Nanogramm pro Milliliter und gleichzeitig wurde eben auch die die Recommended Dietary Allowance, das ist dann hier da unten im Prinzip mit zu sehen, wo es heißt, man möchte ja den Großteil der Bevölkerung, also 97,5%, die sollen ausreichend versorgt sein. Also ist die Frage, was braucht man denn eigentlich, um das entsprechend soweit zu erreichen? Welche Menge? Und da ist es dann letztendlich so, dass ich glaube, es sind 800 internationale Einheiten gewesen, die da entsprechend soweit empfohlen wurden, je nachdem welche Altersgruppe, teilweise entsprechend 600, teilweise glaube ich sogar bei den Kindern ging es noch mal weiter runter, aber da gab es eben direkt Kritik dran. Und zwar, wenn ich einmal weitergehen, kam dann entsprechend von der Endocrine Society, also die Endokrinologische Gesellschaft aus den USA, die hat im Prinzip gleichzeitig auch 2011 veröffentlicht. Ja, gerne. Was sagst du? Aber die Fachgesellschaft, ja, also schon. Ja, absolut. Genau. Und die haben letztendlich darauf eben auch eine Stellungnahme genommen und die haben gesagt, nee, Moment mal, wir haben einige Gründe, da tiefer reinzugehen, zu sagen, nee, Moment, es sind 30 Nanogramm pro Milliliter, die eben soweit sinnvoll sind. Wir kommen da gleich auch nochmal drauf, aber wir wollen jetzt erstmal eben diese Historie einmal durchgehen, was eigentlich wann passiert ist, wann welche Reaktionen darauf kamen und wie es dazu gekommen ist. Das heißt eben, es gab diese Stellungnahme, gleichzeitig der Michael Hollig, da kannst du gleich gerne mal ein paar Worte zu sagen, wer das eigentlich ist und so weiter. Oder mach gerade gerne direkt schon mal. Wer ist denn eigentlich der Michael Hollig? Warum liegt mein Bericht? Ich muss gerade ans Ding. Okay. Was wollen Sie denn machen? Oh, da ist niemand in dem Raum. Okay, das geht mal anders. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Nochmal, Chris, ich glaube, es ist noch zu viel. Ich glaube es nicht, weil wenn du es nicht so detailliert machst, dann kommen die Leute direkt wieder und sagen, angreifbar. Und diese Sache, ich glaube, die Infos müssen wir einmal tatsächlich soweit mitbringen. Wir können danach nochmal theoretisch eine Kurzversion machen, die zu kurz ist. Aber wenn man es zu kurz macht, dann bietet man Angriffsfläche, dass die Leute dann wieder sagen, ja, das ist ja zu kurz gefasst und entsprechend nicht detailliert. Ich würde es einmal durchexerzieren tatsächlich. Ja, gut. Da bin ich bei dir. Wichtig ist, dass wir die verschiedenen Dinge vorstellen. Ja, gut. Lass es weiterlaufen. Machen wir jetzt hier mit Hollig, dass Hollig dann nochmal eine Stellungnahme gemacht hat. Ich sage dann was zum Hollig, ja. Genau, also genau, okay, mache ich hier nochmal. Also, so einer von den Leuten, die auch bei der Endocrine Society eben ganz aktiv mit dabei sind, das ist der Michael Hollig. Und der hat eben hier gemeinsam mit dem
Henny, Hini, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, gemeinsam eben nochmal einen entsprechenden Artikel hier geschrieben, wo sie eben auch nochmal Stellung genommen haben und gesagt haben, nee, das sehen sie anders, haben sich davon distanziert und haben eben auch nochmal ihre Sichtweise dargestellt, aus welchen Gründen sie eigentlich der Meinung sind, dass das, was das IOM da gemacht hat, nicht sinnvoll ist. Und vielleicht ein paar Worte zum Thema, oder ich glaube, hier habe ich noch ein weiteres drin von Michael Hollick, der hat dann noch ein weiteres Paper oder entsprechende Letter hier rausgebracht, das IOM-Dilemma. Genauso entsprechend, genau, hier gerade mal eine Übersicht. Wer ist Michael Hollick eigentlich? Vielleicht da mal gerade ein paar kleine Worte zu von dir. Also Michael Hollick ist das Urgestein in Vitamin D weltweit. Er ist noch länger unterwegs als ich. Ich bin also ungefähr jetzt seit 30 Jahren mit Vitamin D beruflich unterwegs. Michael Hollick ist nicht nur beruflich unterwegs gewesen, sondern er ist Forscher. Er ist einer derjenigen, der intensiv sich schon in den 70er Jahren mit Vitamin D beschäftigt hat, der das freie Vitamin D nachgewiesen hat, entdeckt hat und von daher also die wissenschaftliche Galionsfigur sozusagen, der nun wirklich die Basis beherrscht über all diese Dinge, zusammen mit anderen wie Heni, die dann wirklich experimentelle Studien gemacht haben, die die Basis dessen sind, was wir heute wissen. Ja, nochmal hier geguckt, gab quasi insgesamt, wenn man hier schaut, 1970 bis 2020, also quasi 50 Jahre Forschungshistorie, 528 Publikationen zum ja. Thema Vitamin D. Also das ist schon Wahnsinn. Wer weiß, wovon er redet. Absolut, ja. Ich habe es auch noch verlinkt gehabt, das, also kann man alles nochmal auch gucken, wer das eigentlich ist. Aber dann gab es im Prinzip auch darauf wieder eine weitere Stellungnahme noch von Bruce Hollis und Carol Wagner, auch eben entsprechend, oder sagt gerade auch gerne dazu was quasi, dass man mal so einschätzen kann, ob das jetzt No-Names sind oder wer in dem Bereich eigentlich dazu passt. Also auch das ist eine kleine Forschungsgemeinschaft, Bruce Hollis und Carol Wagner, die sich vor allen Dingen schwerpunktmäßig mit der Gynäkologie und dort mit der Schwangerschaft beschäftigt haben und die also ganz hervorragende Basisarbeit geleistet haben, was passiert, wenn man einer Mutter genügend Vitamin D gibt, wie die Schwangerschaft viel sicherer verläuft, wie die Fehlgeburten, die Frühgeburtenzahlen runtergehen. Also ganz entscheidende Daten dazu beigetragen. Also Bruce Hollis und Carol Wagner sind ebenfalls hervorragende Wissenschaftler, die dazu beigetragen haben, dass wir das, was wir heute wissen, auch wirklich fundiert wissen. Genau, ja super. So, und dann kam letztendlich nochmal vom IOM eine Rückmeldung, die gesagt haben, okay, wir nehmen da noch eine Stellung zu. Das kam dann ein Jahr später, 2012, wo sie eben nochmal drauf geantwortet haben auf die Endocrine Society. Und danach ist letztendlich das Ganze eigentlich aber auch weiter zum Erliegen gekommen. Von der Endocrine Society gab es dann entsprechend auch nochmal einige Rückmeldungen, aber vom IOM war in der Art nichts mehr gekommen. Ich habe zumindest nichts weiter mehr gefunden auch. Und das ist, ich glaube, du kennst auch keine weiteren aktuelleren Rückmeldungen. Und dann kam aber einige Jahre später, genau gesagt 2 Jahre später, kam aber ein relativ großer Knaller auf. Und zwar muss man dazu wissen, diese vom IOM, die wissenschaftlichen Grundlagen, die sie dort genommen hatten, war letztendlich basierend auf einer statistischen Analyse von einigen Studien. Das heißt eben halt eine Meta-Analyse von verschiedenen Studien, wo sie aber geguckt haben, welche Dosierungen wurden dort gegeben und was hat man letztendlich gebraucht, um auf diese 20 Nanogramm pro Milliliter zu kommen. Das heißt, wenn man jetzt mal sich auf diese 20 Nanogramm pro Milliliter einlässt und sagt, okay, angenommen, das ist sozusagen dieser Grenzwert, den wir haben wollen, dann ist ja die Frage, wie viel braucht man denn jetzt dafür jeden Tag? Und da gab es dann im Prinzip aber ein großes Problem. Und zwar ist ein nicht so kleiner statistischer Fehler bei der Berechnung von eben diesen Empfehlungen vom IOM entstanden. Und da haben eben hier zwei Wissenschaftler noch mit. Es waren eben dann, du kannst wahrscheinlich, weißt du, wie sie ausgesprochen werden? Nein, ist auch nicht so sagen. Das sind also wirklich clevere Leute gewesen, die das im Detail auseinandergenommen haben und zu einem großen Schluck aufgeführt haben. Ja, also die haben nämlich auch nochmal geschaut, die Daten, was waren eigentlich die Daten, haben sich das nochmal zu Gemüte geführt und haben es nachgerechnet, haben geguckt, kann das eigentlich sein, was die da postuliert haben. Und letztendlich sah das Ganze hier so aus. Wir müssen da gar nicht ins Detail reingehen. Wen das interessiert, der kann das alles mit nachlesen. Ich habe alle Quellen soweit auch nochmal damit verlinkt, dass man das eben nachvollziehen kann. Aber vereinfacht gesagt ist es sozusagen, da gab es einige Outlier, die sozusagen rausgenommen wurden, hat immer so umgerechnet. Und am Ende kam dabei entsprechend dann eine angepasste Version dieser Dosis, Dosis-Antwort, auf Deutsch Dose-Response, glaube ich, Dosis-Antwort. Ja.
Und da hat man entsprechend dann hier sich mal genau angeschaut, wie kommt das alles zusammen. Wie gesagt, müssen wir jetzt nicht ins Detail reingehen, das ist Statistik dann, das ist oder dann im Prinzip auch wieder auch mit Mathematik viel mit dabei. Und basierend darauf, auf dieser Stellungnahme dazu oder diese Aufdeckung des statistischen Fehlers, gab es dann eine weitere Rückmeldung. Und zwar gab es dann noch einen Letter, einen Brief hier, also auch wieder veröffentlicht 2015, also nochmal ein Jahr später, wo dann wiederum hier eine Gruppe wieder Hini und Gale haben dann im Prinzip gesagt, okay, wir haben das auch nochmal nachgerechnet, damit man im Prinzip nochmal guckt. Und da haben sie im Prinzip noch gesagt, ja, Moment mal, also erstens, wir bestätigen das grundsätzlich, was sie da gemacht haben, die beiden Kollegen ein Jahr zuvor, mit ein paar Ergänzungen noch, weil die Daten, die dort zugrunde lagen, das waren vor allen Dingen Dosierungen im niedrigeren Bereich. Das heißt jetzt nicht wirklich exorbitant hoch. Das heißt, die haben das aus diesen Daten, die sie hatten, geguckt, was könnte denn passieren, wenn man noch mehr hat. Und dabei entstehen natürlich immer irgendwo statistische oder nicht statistische Fehler, aber das ist immer nur eine Annäherung. Und die hatten aber entsprechend eine deutlich größere Datenbasis, eben weil die Carol Beggarly von der gemeinnützigen Organisation Grassroots Health mit dabei war. Und die sind eben schon seit einer ganzen Weile da unterwegs und haben halt auch gleichzeitig Daten mit mehr oder höheren Dosierungen, die sie dann zugrunde gelegt haben und geguckt haben, Mensch, das, was die gemacht haben, prüfen wir das doch mal nach mit weiteren Daten, auch mit entsprechend höheren Dosierungen. Was dabei rauskam, war hier so eine Kurve, die vielleicht erstmal auch wieder etwas erschreckend ist, aber die Quintessenz, die dabei letztendlich rauskam, war, dass sie die Empfehlungen, die zuvor die beiden Kollegen schon gebracht hatten, die nämlich gesagt haben, wir brauchen nicht 800 pro Tag, 800 Internet-Einheiten, sondern 8800 hatten die damals gesagt, 8895 genau gesagt, glaube ich. Und die haben gesagt, ganz so viel ist es doch nicht, aber es geht in die Richtung. Und zwar kam am Ende, denn das, was am Ende dort stand, waren eben für diese 20 Nanogramm pro Milliliter, waren, ich mache das mal gerade hier ruhig mal mit auf, dass man es auch nochmal mit sehen kann, aber es ist auch alles nochmal zusätzlich eben von der Verlinkung her mit da. Ich ziehe es mal gerade herein, ich glaube, das müsste man sehen können. Und da hatten sie gesagt, hier 3800. Da ist es. Genau, 3875 Einheiten würde man entsprechend brauchen, um 20 Nanogramm pro Milliliter zu erreichen, und zwar bei 97,5% in der Bevölkerung. Und gleichzeitig ist es aber auch hier, wenn man gesagt hat, wenn man noch mehr haben würde, da geht es uns natürlich mal ein bisschen tiefer rein, aber wenn man jetzt sagt, ich brauche mehr, dann muss es auch entsprechend mehr sein. Und da ist jetzt auch dann die Frage, wenn man jetzt zu einem höheren Wert als 20 Nanogramm pro Milliliter käme. Aber bleiben wir mal ruhig gerade erstmal noch bei dem, wo wir jetzt sind, und gehen da einen Schritt weiter. Und zwar kam dann jetzt nach dieser Aufdeckung von dem statistischen Fehler und nochmal der Bestätigung bzw. Anpassung trotzdem raus, man war eine Größenordnung, eigentlich eine Größenordnung 10, fast zu niedrig. Und da ist aber seitdem nichts passiert. Es wurde kein Fehler eingestanden, es wurde weder von denen was geändert, noch von all den anderen Institutionen, die ja auf Basis dieser Empfehlung vom IOM gesagt haben, okay, dann machen wir das im Prinzip auch so. Es hat sich leider nichts geändert. Und es ist ein riesiges, riesiges Problem, wenn erstmal die falsche Botschaft raus ist und dann im Prinzip auch nicht mehr korrigiert wird. So. Ja, es wird einfach totgeschwiegen. Ja, man redet nicht drüber, man bezieht sich immer auf dieses offizielle Paper, was ja auch offiziell gewesen ist. Nur, dass dann sauber, exakt, mathematisch, statistisch nachgewiesen worden ist, dass man sich um einen Faktor 10 vertan hat. Nicht um ein, zwei Einheiten, sondern um einen Faktor 10. Statt 800, 8000 Einheiten auf Dauer braucht, um über 30 Nanogramm zu kommen. Das ist etwas, was in einer wissenschaftlichen Welt nicht passieren dürfte. Ja, also insofern in zweierlei, dass man eben auf der einen Seite quasi mehr bräuchte und das andere ist ja nochmal die andere Frage mit den 30 Nanogramm, da kommen wir ja gleich dann nochmal auch mit ins Detail rein. So, dann haben wir mal weitergeklickt hier. Es gibt auch noch weitere Rückmeldungen dann hier im Prinzip von einem weiteren Publikation noch, kann man auch mit nachlesen noch, der auch nochmal sagt, der geht nochmal einen Schritt weiter und sagt eben, zieht sich auch auf diese statistischen Fehler, guckt eben nochmal weiter rein und sagt, was bedeutet das denn, was folgt daraus? Genauso gab es dann auch nochmal einen Nachschlag 2018, wieder von Michael Hollick, wo dann eben auch nochmal die Kontroverse eben über dieses Thema mit, ja, wieder reflektiert wird. Und hier kann man jetzt nochmal schön, das ist schön sehen, das ist eben diese Grafik von der zweiten Korrektur. Und das hat jetzt eben die Organisation Grassroots Health, die hat das nochmal hier schön zusammengefasst. Das ist ein bisschen netter anzusehen, wo man auch dann hier gucken kann. Und die haben hier in der blauen gepunkteten Linie, ist quasi der durchschnittlich beobachtete Wert. Und die haben hier sogar als Zielwert 40 bis 60 Nanogramm.
Da kommen wir, wie gesagt, gleich drauf, aber es ist jetzt trotzdem, diese Kurve ist trotzdem hier so zu sehen. Spannend ist vor allen Dingen auf der linken Seite, wo Sie mal erklärt haben, was bedeutet das denn eigentlich? Und da kann man im Prinzip hier mal so diese eine Spalte sehen, hier bei 4000 Einheiten pro Tag, internationale Einheiten. Und da ist es so, dass das Ganze durchaus schon einmal sehr schwankt. Also es gibt hier, der Wert schwankt von 10 Nanogramm pro Milliliter bis hin zu 150 Nanogramm pro Milliliter. Es gab Leute, die haben 4000 Einheiten genommen, die waren noch bei 10 Nanogramm pro Milliliter. Und es gab welche, die haben das Gleiche genommen und haben aber im Prinzip so viel mehr bekommen. Das heißt aber jetzt entsprechend, dadurch, dass man ja immer sagt, man möchte jetzt in dem Fall 97,5% der Leute ausreichend, wobei ausreichend ist aber die Frage, reicht ausreichend aus oder möchte man richtig gut sein, versorgen, dann ist entsprechend da eine enorme Schwankung trotzdem da. Warum das so ist, das macht wieder ganz viele andere Fragen auf und das ist ein riesiger Themenkomplex, der durchaus viele, viele Dinge berücksichtigen muss. Sei es eben die Frage nach der Resorption, wie gut wird Vitamin D eigentlich resorbiert und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Was für andere Faktoren beeinflussen das Ganze noch? Und es sind jetzt gerade in den letzten Jahren relativ viele spannende Punkte aufgekommen, die rund um den Themenkomplex Vitamin D-Sensitivität sind. Vielleicht magst du gar noch mal ganz kurz zwei Worte zu sagen. Ja, also das Thema ist heute wirklich, dass wir sagen, wir streiten uns nicht mehr über die Dosis, die ich einnehmen soll, standardmäßig, sondern wir brauchen einen bestimmten Spiegel, damit der Körper richtig arbeiten kann, weil Vitamin D wird ja nun in allen Zellen gebraucht. Und die Message, die jetzt kommt, die Botschaft ist eigentlich die, ich sollte anfangen zu supplementieren, zum Beispiel mit 4000 Einheiten und dann schauen, messen, wie viel habe ich denn dann hinterher im Blut? Ich kann es ja Gott sei Dank exakt messen. Und wenn ich dann eben mit dieser Dosis nicht zu dem angepeilten Wert komme, dann sollte ich meine Dosis erhöhen. Dann kann mein Körper offensichtlich die Resorption nicht so gut schon. Oder ich muss überlegen, mache ich etwas falsch bei der Einnahme? Also diese Fixierung von einem festen Wert des Einnehmens hin zu dem Zielwert, den ich brauche. Das ist so wie im Auto. Wenn ich im Auto Öl nachfülle, dann gucke ich, wie viel fehlt denn da zu meinem optimalen Spiegel? Und so sollen wir es auch beim Vitamin D halten. Absolut. Also insofern, gerade weil das Thema halt auch so komplex ist, haben wir da jetzt auch für die nächsten Monate, wird es da entsprechend eine spannende Eventreihe geben, und zwar zum Thema Vitamin D. Das Ganze nennt sich dann Spitzen-Eventreihe Vitamin D mit dem Untertitel Gemeinsam gesund durch die sonnenlose Zeit. Das Ganze ist soweit kostenfrei, die Teilnahme. Da kann man im Prinzip eben nochmal tiefer reingehen in die Thematik, weil wir können jetzt wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt hier aber machen und allein jetzt in diesem einen Themenbereich merkt man, wir könnten da noch viel länger drüber reden im Detail. Insofern, wer da Interesse daran hat, gerne einfach anmelden unter vitamindevent.de. Den Link machen wir auch nochmal unten in der Beschreibung mit rein. Und da gehen wir dann wirklich Stück für Stück, arbeiten wir das Thema nochmal von den Grundlagen auf, gehen tiefer rein, gucken, welche Auswirkungen hat es bei was für Erkrankungen, was ist der Stand der Wissenschaft jeweils dabei. Und zwar wirklich immer auch zu gucken, warum funktionieren manche Studien und andere nicht? Wo sind die Unterschiede? Also ganz, ganz spannendes Thema, wird im Prinzip dann aufeinander aufbauen. Von daher herzliche Einladung. Gerade einmal ist meine Nebenbemerkung. So, und gerade nochmal ganz kurz hier eben zu dieser Organisation. Wer ist eigentlich Grassroots Health? Da ist entsprechend eine Bandbreite an internationalen Forschern mit dahinter mittlerweile. Die gehen mittlerweile sogar auch so weit und sagen, nee, wir wollen nicht nur die 30 als ausreichend haben, sondern wir möchten 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter haben. Da kommen wir gleich eben nochmal genauer rein, aber letztendlich steckt da auch eine ganze Menge an internationalen angesehenen Leuten dahinter. Ich glaube, es sind 48, 49 an der Zahl. Also das ist jetzt nicht irgendwer Verirrtes, der plötzlich sagt, er müsste da in die Richtung postulieren, sondern da sind sich einige Leute sehr einig und sagen, wir haben viele, viele, viele Daten und wir sollten die auch entsprechend berücksichtigen und da ganzheitlich drauf schauen. Vielleicht sollte man noch mal ein kurzes Wort zu den Daten sagen. Das ist eine Laienorganisation, wo sich die Mitglieder verpflichten, zweimal im Jahr Vitamin D zu messen und so viel einzuwerfen, dass sie in diesen Zielbereich kommen. Und das sind Tausende von Mitgliedern inzwischen. Und diese Mitglieder haben dazu beigetragen, dass diese Daten, Tausende von Daten zusammengekommen sind, die in ihrer Fülle dann nicht nur zu der Messwertproblematik eine Aussage erlauben und zur Supplementation eine Aussage erlauben, sondern inzwischen auch zu klinischen Daten, zum Diabetes, zum Krebs und so weiter. Da werden wir während des Events dann darauf eingehen können, wie wichtig das ist, dass man wirklich in diesen Bereich kommt, weil das enorme Auswirkungen hat, guten Vitamin D-Spiegel zu haben und nicht nur einen ausreichenden. Ja, also wirklich ein ganz, ganz tolles Vorzeigebeispiel, wo man sehen kann, was man alles erreichen kann, wenn man eben die Initiative ergreift und wenn man da entsprechend solche Systeme mit etabliert, wo man dann Daten erheben kann. Also ganz toll da.
glaube ich, können wir in Deutschland auch noch vieles draus machen. Da können wir noch was lernen, ja. So, ich habe auch hier nochmal die Quellen im Prinzip zusammengefasst zu den ganzen Studien. Einmal historisch von 2011 bis 2018. Das heißt, wer das nachlesen möchte im Detail, wer sagt, spannend, möchte ich mehr tiefer reingehen, gerne im Prinzip einfach nachgucken. Oder wenn es einfach viel interessiert, gerne auch mal kommentieren, sagen, gerne mehr dazu. Dann können wir auch mal zu verschiedenen einzelnen Teilbereichen auch mal ausführlich das Ganze mal ins Detail reingehen. Aber das ist vielleicht nicht für jedermann was. So, okay. Jetzt kommen wir zum Themenblock. Ist jetzt 30 Nanogramm pro Milliliter statt 20 Nanogramm pro Milliliter sinnvoll? Was ist da die Grundlage? Also gehen wir rein. Erster Punkt, das Thema Knochengesundheit. Das ist ja schon seit jeher eigentlich so das zentrale Thema, wo es ja immer hieß, Vitamin D ist das Knochenvitamin. Und wenn wir die Knochengesundheit verbessern können, dann brauchen wir entsprechend die 20 Nanogramm pro Milliliter, hieß es ja immer. Und bei den 20, da ist man sich auch eigentlich soweit komplett einig gewesen, dass es halt mindestens wirklich das sein muss. Klammer auf, das Bundesinstitut für Risikobewertung scheint aus welchen Gründen auch immer auf andere Werte gekommen zu sein. Die sind bei 12. Alle anderen Institutionen, die vorhin erwähnt haben, sind bei 20. Das BfR sagt, nein, wir sind noch krasser, wir sagen 12. Gut, aber auf jeden Fall ist bei dem Thema auch einiges passiert in den letzten 15 Jahren, würde ich eigentlich sagen. 15 Jahre kommt, glaube ich, hin. Die letzten 15 Jahre haben da viel noch mit hervorgebracht. Also gehen wir mal rein in die erste Studie. Die erste Geschichte kommt vom UKE in Hamburg, das Universitätsklinikum Eppendorf. Und da ist 2010 sogar schon. 2010 eine Forschungsgruppe um Dr. Kremel aktiv geworden und die haben das Thema Vitamin D und Knochenstatus, Knochenstoffwechsel untersucht. Und dabei kam letztendlich, wie es hier im Prinzip auch schön drin steht, kam ganz klar raus, dass ein Vitamin D-Spiegel von mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter erforderlich ist, um die Skelettgesundheit zu garantieren. Und wenn man da reinguckt, das hat verschiedene Parameter, wer das interessiert, kann das auch mal mit nachgucken, aber das ist jetzt wahrscheinlich für die Allgemeinheit nicht relevant. Das sind halt verschiedene Parameter im Knochenstoffwechsel. Und die haben, wie gesagt, das habe ich gerade eben schon gezeigt, 30 Nanogramm pro Milliliter als Ergebnis postuliert, dass da eben ein Effekt mit da ist. Und die Daten lagen auch tatsächlich dem IOM mit vor. Da haben sie aber wieder einen Fehler gemacht, der entsprechend von Michael Hollick in einem anderen Paper aufgezeigt wurde. Sie hatten nämlich behauptet, dass nur 1% der Leute betroffen wären. Rechnet man das aber richtig, und das ist eigentlich grundlegende Mathematik, die man dort einfach bloß anwenden muss, kommt man nicht auf 1%, sondern ich glaube, es waren 23 oder 24% der Leute, die im Mangel waren, die entsprechend ein vermehrten Problem hatten. Also signifikanter Unterschied, absolut relevant, wo man sagen muss, so ein Fehler darf nicht passieren, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, welche Folgen daraus resultiert sind. Durch im Prinzip nicht nur einen Fehler, sondern mehrere Fehler und wir haben gleich noch mehr Punkte. So, zweite Geschichte. Eine randomisierte, kontrollierte Studie in United Kingdom, Großbritannien. Und da war letztendlich, waren zwei Kontrollgruppen und eine hatte, also die ohne, die Placebo-Gruppe, die war bei 21 Nanogramm pro Milliliter beim Vitamin D-Spiegel und die, die sie supplementiert haben, die war bei 29 Nanogramm pro Milliliter. Und was ist dabei rausgekommen? Also erstmal hier die Wahrscheinlichkeit für eine Fraktur bei den Placebo-Leuten, also ohne Vitamin D, höher als bei denen ohne. Und hier sind im Prinzip nochmal einige Tabellen, die ich bei der Vollständigkeit nochmal mit reinnehme. Aber man kann das zusammenfassen, was da sozusagen mit rauskommt, und zwar in den Worten von Michael Hollick. Also wir haben im Prinzip den Vitamin-D-Spiegel von 21 auf 29 Nanogramm pro Milliliter in der Vitamin-D-Gruppe erhöht und dadurch eine 33% Risikoreduktion eben für die Knochenfrakturen erzielt. Also absolut, wo man sagen muss, ein weiterer Faktor, den man nicht vernachlässigen darf, der entsprechend wieder dafür spricht, 30 Nanogramm pro Milliliter scheint einen riesigen Effekt zu haben. Auch für den Knochen und eben nicht nur für die zusätzlichen Dinge, sondern selbst der Knochen braucht mindestens diese 30. Ja. Absolut. So, und da ist auch noch mehr passiert. Dann gab es auch noch im Prinzip einige Meta-Analysen von einer Gruppe rund um Bischof Ferrari und da ist letztendlich, wenn man reingeht, auch nochmal hier zwei verschiedene Varianten, wo man auch wieder insgesamt dann als Ergebnis rausbekommt, wenn man sich insgesamt anschaut, die Frakturreduktion mit Vitamin D ist nicht reproduzierbar, kontinuierlich reproduzierbar, wenn man unter 30 Nanogramm pro Milliliter ist und für manche Frakturen sogar 40. Das heißt, man muss so auf diesen Wert kommen, damit man kontinuierliche Ergebnisse bekommt. Das heißt, wenn man, das ist eben genau der Punkt, manche Studien scheitern und man guckt, warum, dann sind die entsprechend nicht in dem Bereich. Also da ist halt auch wieder, man muss mal vieles berücksichtigen. Nur weil eine Studie wieder sagt, nein, das bringt alles gar nichts, man muss ins Studiendesign reinschauen. Welche Faktoren spielen eine Rolle? Was war der Ausgangswert? Hat man da Unterscheidungen gemacht? Wurde einfach nur was eingeschmissen oder hat man auch kontrolliert, was damit passiert ist? Weil wir haben ja gesehen, es kann vieles passieren im Spiegel. Also auch das, riesiges Thema, wird auch im Vitamin D, in der Event-Reihe werden wir das noch machen. Und wenn Interesse ist, können wir dazu auch noch mal verschiedene weitere Videos noch machen in dem Bereich.
Aber das, auch das war es noch nicht. Wir haben noch einen weiteren Punkt. Südaustralien. Und zwar gab es da die saisonale Schwankung. Das heißt, man hat sich angeschaut, eben im Sommer, im Winter, wie sieht es da aus mit dem Vitamin-D-Spiegel, und hat da im Prinzip eine saisonale Schwankung zwischen 20 und 30 ungefähr mit gehabt auch. Und auch da gab es im Prinzip Schwankungen in der Knochengesundheit, in den verschiedenen Parametern, und da wieder auch einmal zitiert von Michael Hollick, es war letztendlich eine saisonale Schwankung, eben in den Parametern der Knochengesundheit, haben letztendlich zu der Schwankung von dem Vitamin-D-Spiegel in den 20 bis 30 Nanogramm pro Milliliter gepasst, und das ist über den vom IOM-Panel als angemessenen Level bezeichneten Spiegel. Ja. Also damit kann man eindeutig sagen, wir brauchen auch für den Knochen einen Spiegel mehr als 30 Nanogramm. Und das ist wirklich jetzt festgeschrieben über mehrere exzellente wissenschaftliche Studien. Und wer das nicht registriert, muss man sagen, das sind Penner, schlicht und ergreifend. Er hat verpennt, dass dort diese Daten, die Menschen oder manche Leute glauben, dass das, was sie einmal gelernt haben im Studium, dass das heute noch so ist. Aber wir haben so viele neue Daten, da muss man sich belesen, da muss man sich die Arbeit nehmen, so wie du es eben auch gemacht hast, reinknien und sagen, okay, heute haben wir ein anderes Wissen und das hat Konsequenzen für unsere Gesundheit. Vor allen Dingen, was im Prinzip auch einfach in dem Bereich, was für mich unverständlich ist, dass man immer noch sagt, ja, aber es gibt doch die Studien, die zeigen 20. Ja, und es gibt die Studien, die mittlerweile die 30 zeigen. Man muss halt eben das, also die werden einfach ignoriert. Nach dem Motto, nein, wir haben unsere Studien, die reichen, die wollen wir gar nicht haben. Insofern, da muss man einfach offen sein. Und wenn man eben wirklich wissenschaftlich arbeiten will, muss man die Daten berücksichtigen. Und das ist bei den Auseinandersetzungen, die eben teilweise geführt werden, häufig nicht der Fall. Oder wird im Prinzip dann gesagt, nee, das berücksichtigen wir nicht. Also, okay. Das war der erste. Aber es ist ja auch damit nicht getan. Wir haben eben, es ist nicht nur das Thema Knochengesundheit. Das Thema Parathormon, da gibt es im Prinzip auch mittlerweile einige Studien. Eine davon vom Michael Hollick wieder, wo man letztendlich bei Frauen entsprechend geschaut hat, das Thema Vitamin-D-Spiegel, aber nicht nur Vitamin-D-Spiegel, sondern unter anderem das Thema Parathormon berücksichtigt hat. Möchtest du vielleicht noch mal ein paar Worte zum Thema Parathormon sagen? Ich zeige einmal gerade die zwei Grafiken. Ja, das Parathormon ist ein Regulator, wie viele andere Hormone auch im menschlichen Körper, und ist mit dem Vitamin D und dem Kalziumspiegel verbunden. Hat man genügend Vitamin D, hat man genügend Kalzium, sagt das Parathormon, ich muss nichts tun, und wird entsprechend niedrig reguliert. Wir sehen in dieser Kurve die Abhängigkeit des Parathormonspiegels vom Vitamin D-Spiegel, und so etwa ab 30 Nanogramm, oh Wunder, sind wir wieder da, läuft der Parathormonspiegel normal. Unterhalb von 30 Nanogramm sagt der Körper, oh, ich habe zu wenig Vitamin D, ich habe zu wenig Kalzium, also muss ich mein Parathormon als zweiten Regulator anwerfen, und dann steigt der Parathormonspiegel und holt aus dem Knochen das Vitamin D, das Kalzium raus. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen bei uns Osteoporose entwickeln. Es ist nicht nur, dass wir nicht genug Kalzium haben, sondern wenn wir nicht genügend Vitamin D haben, sagt der Körper, ich brauche aber Kalzium. Und ich habe ja sicherheitshalber noch ein paar Kilogramm im Knochen und holt die übers Parathormon hoch. Das heißt also, wenn ich einen erhöhten Parathormonspiegel habe, habe ich eindeutig eine Mangelsituation im Körper, und der Körper behilft sich, indem er sich selber auffrisst sozusagen. Ja, und zweite Grafik letztendlich auch dazu, nicht nur der Spiegel an sich, sondern eben halt auch auf Deutsch. Was heißt das auf Deutsch? Secondary Hyperparathyroidism, kann ich mir nicht aussprechen. Dann scheitere ich immer. Aber letztendlich auch eben bei den konkreten Indikationen letztendlich dabei, nicht nur was den Spiegel angeht, sondern auch eben was den krankhaften Status letztendlich angeht. Also die Anzahl der Fälle, die da aufgetreten sind. Auch da sozusagen die ähnliche Beziehung wie sozusagen hier. Also Hyperparathyroidismus, ja. Das heißt also, das Bild oder der Zustand eines zu hohen Parathormonspiegels ist schon ewig bekannt in der Medizin als ein krankhafter Zustand. Aber dass das durch den Vitamin-D-Mangel auch bedingt sein kann, das nehmen wir nicht zur Kenntnis. Das heißt, mit einem Vitamin-D-Mangel schaffen wir eine künstliche pathologische Situation, weil das Parathormon in dieser hohen Dosierung, die dann vorhanden ist, negative Auswirkungen, zum Beispiel auf die Gefäße hat. Also der Hyperparathyroidismus ist eine Krankheit, die wir auch verhindern können, wenn wir ausreichend Vitamin D haben. Ja. Also, zweiter Punkt, Parathormon. Und jetzt kommen wir zu weiteren Erkrankungen, weitere Krankheiten, weitere Indikationen.
Und da gibt es hier eine schöne Übersicht, die basierend wieder auf den Daten von Grassroots Health, dann eben von einer weiteren Plattform, Vitamin D Wiki, wo im Prinzip auch zahlreiche Informationen super gut zusammengefasst sind, super gut übersichtlich dargestellt sind. Und hier kann man im Prinzip mal für verschiedenste Erkrankungen sehen, aus verschiedenen Studien zu gucken, welcher Effekt ist daran entsprechend irgendwo festgestellt worden. Das ist nicht alles kausal, sind einige Korrelativstudien mit dabei, aber nichtsdestotrotz, die Indizien sind einfach überwältigend eigentlich, wenn man sich die Tendenz mit anschaut. Unten sozusagen der steigende Vitamin-D-Spiegel und in der Vertikalen, da steht es ja quasi drin, Verringerung der Gesundheitsprobleme. Das heißt sozusagen bei steigendem Vitamin-D-Spiegel weniger Probleme von dort und das ist sozusagen die eine Übersicht. Wenn man sich eine andere Übersicht anschaut, die ist ein bisschen komplizierter auf den ersten Blick, aber wenn man hier mal, ich habe das mal ein bisschen auseinandergeschnitten, dass man es größer sehen kann, dann hat man auch hier wieder letztendlich verschiedene Studien, die jeweils auf der rechten Seite auch erklärt sind, von wo kommen die Daten eigentlich, also mit jeweils der Quelle, welche Studie das war und wo man dann eben hier in der linken Übersicht sehen kann, welche entsprechenden Serumspiegel von Vitamin D unten in Nanogramm pro Milliliter, oben in Nanomol pro Liter, welche verschiedenen Bereiche da eigentlich die gesundheitlichen Vorteile bringen in den verschiedenen Studien. Ja. Wenn man sich das, ja, gerne. Ja, und querbeet über alle Krankheiten. Die Farben, es ist also farbkodiert immer für andere Erkrankungen, sieht man, dass fast egal, welche Krankheit es ist, man mit einem höheren Spiegel entsprechend wieder eine bessere Situation schafft. Ja. So, und da gab es eine zweite Darstellung, wo auch hier dann sozusagen diese 40 bis 60 Nanogramm quasi nochmal ersichtlich sind, von wo die bei Grassroots Health eigentlich kommen. Und dann gibt es nochmal den Bereich, das Thema Schwangerschaft. Wenn man sich jetzt sagt, okay, vergessen wir wieder all die Krankheit, nehmen wir uns das eine Thema Schwangerschaft, weil auch das tatsächlich nochmal ein zentraler Punkt ist in den Empfehlungen. Die Empfehlungen vom IOM oder auch in den anderen Empfehlungen gibt es immer gesonderte Empfehlungen für schwangere Personen. Und wenn man sich das anschaut, da haben wir auch wieder verschiedene Teilerkrankungen. Schwangerschaft ist ja keine Erkrankung, weil letztendlich im Rahmen einer Schwangerschaft was an Komplikationen auftreten kann. Und dann sehen wir hier unten wieder die Vitamin-D-Spiegel in Nanogramm und oben im Prinzip dann halt wieder, wo man sehen kann, wie sich das Ganze reduziert in Bezug auf von der Auftrittshäufigkeit her. Wenn man dann aber anhand dieser Grafik sich erinnert oder auch auf Studien wieder zurückgreift, nämlich deutsche Studien, wo in Deutschland nachgewiesen worden ist, dass etwa 80%, 90% der Schwangeren im Winter im Mangel sind, dann wissen wir, was da passiert. Hier werden unsere Kinder im Mutterleib schon geschädigt, weil die Schwangeren nicht Vitamin D bekommen. Also eine absolute Katastrophe. Und es ist nicht nur die Schwangerschaft, die dann darunter leidet, sondern auch die Kinder leiden. Wir haben Langzeituntersuchungen, dass die Kinder ein gestörtes Immunsystem haben. Wir haben Langzeituntersuchungen, dass die Kinder in ihrer Muskulatur nicht so gut angelegt sind und dass sie sogar Sprachbehinderung haben, auf Dauer im Vergleich zu Kindern, wo die Mutter ausreichend Vitamin D hatte. Also ein Riesenkomplex Schwangerschaft, der komplett negiert wird. Weder die Gynäkologen haben es auf dem Schirm, noch die Pädiater. Ist eine Katastrophe. Also was für mich auch so einer der Punkte war, wo ich gedacht habe, das ist für mich einfach so ein Indiz gewesen, wo ich gesagt habe, das ist was zum drüber nachdenken, dass die Muttermilch, dass die entsprechend erst signifikante Mengen Vitamin D enthält, wenn die Mutter 6400 Einheiten, das ist das, was im Prinzip in den verschiedenen Publikationen damit drin war, Vitamin D pro Tag aufnimmt. Das ist sogar in den entsprechenden offiziellen amtlichen Dokumenten mit drin. Aber sie kommen zum Schluss, nee, das ist ja entsprechend gefährlich, die hohen Bereiche. Also das Thema Toxizität, das machen wir auch nochmal separat, das ist ein ganz anderer Bereich. Und aus den Gründen, dass es zu gefährlich sei, können wir das nicht machen, obwohl sie wissen, dass dann in der Muttermilch nichts drin ist. Wo man eigentlich, wenn man jetzt entsprechend logisch drüber nachdenken, überlegt, warum ist denn vielleicht nichts drin? Wäre es vielleicht möglich, dass die Mutter das selber braucht für eben ihren Stoffwechsel und dementsprechend nicht ans Kind weitergeben kann? Also das ist auf jeden Fall ein spannender Bereich. Das Thema werden wir auch nochmal ausführlich separat nochmal mitbehandeln, weil das ein riesiger Themenkomplex ist. War für mich so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, also gut. Okay, also kommen wir zum nächsten Punkt. Vitamin D und Gesamtmortalität. Da gibt es teilweise auch wieder manchmal dann Reaktionen, das heißt, ja, das ist doch gar nicht bewiesen und das ist ja entsprechend alles nur reine Korrelation, wo bei der, also gerade was so saisonale Schwankungen angeht, da wird teilweise mal ganz gern eine Studie hervorgehoben. Aber hier haben wir, das ist eine andere, das ist eine Meta-Analyse für eben die Gesamtmortalität in Abhängigkeit von Vitamin D. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich hier
32 verschiedene Studien angeschaut und haben das mal hier jetzt in der rechten Grafik sozusagen zusammengefasst mit dem relativen Risiko. Auf der rechten Seite sieht man wieder die ganzen verschiedenen Studien, die dazugehören, beziehungsweise folgt man dem Link unten in der Ecke, kann man dort auch nochmal auf die Links klicken, sodass man wirklich alles nachlesen möchte, kann, wenn man möchte. Und auf der linken Seite sieht man quasi hier das Hazard Ratio, also Gesamtrisiko. Was entsprechend bei steigendem Vitamin-D-Spiegel so wie folgt aussieht. Und wenn man auch hier schaut, muss man sagen, also mindestens mal die 30, lässt sich eben darüber diskutieren, inwieweit man sogar hier eigentlich nochmal eine Risikoreduktion bis zu der 40 sieht. Aber auch da zumindest die 30, ein ganz klare Zeichen in die Richtung, wir brauchen die 30 Nanogramm, die 20 reichen nicht aus. Ja, also es ist wirklich eindrucksvoll, einmal auf der rechten Seite, wie die vielen, vielen unterschiedlichen Studien, wie die letztlich alle gleichsinnig verlaufen, ein bisschen verschoben, aber gleichsinnig verlaufen. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sieht, das, was wir vorher theoretisch berechnet haben, was man bräuchte, eben diese ab 40 Nanogramm pro Milliliter, dass das in den klinischen Studien dann rauskommt, dass ab dort das Risiko an einem Mangel, eine verstärkte ein starkes Risiko für einen Tod zu haben, dass das praktisch weg ist. Das heißt, wir sollten wirklich sehen, 40 bis 60 ist ein optimaler Bereich, in dem man kommen sollte, weil dann hat man dieses Problem wenigstens aus den Füßen. Dann haben wir immer noch das Problem der Ernährung, dann haben wir immer noch das Problem der Bewegung und des Stresses und so weiter und so fort. Aber Vitamin D, das Problem können wir aus den Füßen schaffen. Ja, also und vor allen Dingen, gerade wenn ich jetzt noch überlege, wieder von der Dosis-Wirkungskurve, wenn ich da letztendlich eben schaue, dass eben diese Schwankung drin ist mit und vielleicht man sagen könnte, ja, aber was ist denn jetzt, wenn ich im Prinzip dafür, dass ich alle Leute in den Bereich kriege, wo es ausreichend ist, einige auch oben rüberschieße. Da kommen wir halt eben in den Bereich, der dann immer in, postuliert wird, Vitamin D ist direkt toxisch, sobald man mehr als, es kommt darauf an, was die Leute sagen, teilweise sagt man schon ab 60, teilweise sagt man ab 100, 150 Nanogramm pro Milliliter oder dass es sogar abhängig nur von der Einnahme ist, wobei die Einnahme es ja definitiv nicht sein kann an sich, weil wir schon gesehen haben, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, was dann an Spiegel dabei rauskommt. Und aber auch da gibt es auch wieder in den amtlichen oder in den behördlichen Empfehlungen oder von den verschiedenen Institutionen, die ich vorgestellt habe vorhin, wo auch da ganz klar mit drin steht, wo man eben gucken kann, ich mache es mal gerade, da sehe ich mal für eine Sache zumindest gerade auf hier, wo sie ganz klar eben auch mitschreiben, die, hier haben wir es, das ist zum Beispiel von der EFSA, wo dann im Prinzip drin steht hier für Erwachsene und da hat man eben gesagt, Hyperkalzämie ist der Indikator für eine Toxizität und da hat man eben den No Observed Adverse Effect Level, das heißt sozusagen der Level, bei dem entsprechend man keine negative Auswirkung festgestellt hat. 250 Mikrogramm pro Tag, das sind 10.000 internationale Einheiten pro Tag. Die offiziellen IOM-Empfehlungen sagen aber nur 4.000 und alle anderen haben sich wieder daran adaptiert. Woher kommt das Ganze? Ich habe das erst nicht verstanden. Ich dachte, wie kann das sein? Wir haben doch selber gesagt, 10.000 ist in Ordnung. Sie haben gesagt, ja, aber es ist eine kleine Unsicherheit mit dabei in der Studie. Deshalb rechnen wir einen Unsicherheitsfaktor von 2,5 rein. Das heißt, es ist zwar an sich soweit, genau, es ist zwar an sich soweit gezeigt, dass man sozusagen bis 10.000 internationale Einheiten pro Tag keinen Effekt mit merkt, aber man geht lieber auf Nummer sicher, heißt auch nicht, dass 10.000 das Limit ist, dass dann es gefährlich wird. Das heißt, nur bis dahin hat man schon, ist man sich einig, wurde kein Effekt gezeigt. Also auch ja, da, genau. Wir haben die Studien, wo die zum Beispiel MS-Patienten, Multiple Sklerose-Patienten 40.000 Einheiten bekommen haben über Wochen und da ist nichts passiert. Also von daher, das ist, sind alte Historien, die einen Grund haben, da können wir gelegentlich auch mal darauf eingehen, dass man Angst hat vor der Überdosierung, aber die Fakten sprechen absolut dagegen. Absolut, ja, also das war ja auch tatsächlich ja ein Teil, da kommen wir nochmal drauf, eben in einem separaten Video, beziehungsweise mal in einem kleinen Termin, weil gerade eben auch, die, also auch das Thema Hyperkalzämie war in der Maßarbeit auch mal ein Thema bei mir, weil wir eben bei den 2 Millionen Daten geschaut haben, wie sieht es eigentlich aus mit dem Kalziumspiegel, aber dazu entsprechend später mehr. Also, die drei Sachen zusammengefasst, es ist eigentlich eine überwältigende argumentative Evidenz da, wo man sagen muss, selbst wenn einer von diesen ganzen Faktoren, das muss man mal betonen, wenn einer davon wirklich zutreffen würde, weil man sagt, ja, das glaube ich nicht alles, selbst wenn eines davon tatsächlich entsprechend ist, und da ist die, also die Datenlage halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig, selbst dann würde das ja schon ausreichen, zu sagen, okay, wir haben bis entsprechend zu den 10.000 Einheiten pro Tag keinen negativen Effekt und gleichzeitig die 100 Nanogramm pro Milliliter, die da auch mit erwähnt sind. Aber entsprechend hier, selbst wenn eine Sache da nachgewiesen ist,
würde es ja ausreichen, zu sagen, okay, dann müssen wir alle dahin bringen, weil warum sollte ich es nicht tun? Wenn ich bis 100 keine negativen Auswirkungen habe, es ist eigentlich ja eine relativ logische Schlussfolgerung dann. Es würde der Knochen reichen. Wir haben 6 bis 8 Millionen Osteoporose-Patienten in Deutschland. 6 bis 8 Millionen. Das ist wie Diabetes. Aber es kümmert sich nicht mehr darum. Diese Osteoporose könnten wir verhindern, wenn wir die Menschen anständig ernähren, mit Vitamin D versorgen würden. Ja, okay. Und aus dem Grund, genau, und aus dem Grund habe ich nochmal hier zusammengefasst oder quasi nochmal rausgesucht, weil die Frage immer ist, was ist denn jetzt eigentlich ein Mangel? Weil häufig liest man in diesen amtlichen Empfehlungen, Mangel ist quasi, wenn eine Symptomatik auftritt. Das heißt, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich entsprechend irgendwo schon jetzt eine Arthritis habe oder ich verschiedene Knochenprobleme habe, also wenn ich das nachweisen kann, dass diese Erscheinungen, diese Symptome, die ich habe, durch diesen einen Spiegel erzeugt wurden. Und das ist aber ein Problem, weil eigentlich die Wahrnehmung in der Bevölkerung von einem Mangel was anderes ist, so wie es auch im Duden drin steht. Im Duden steht nämlich drin, das ist ein Fehlen von etwas, was vorhanden sein sollte, was gebraucht wird. Das muss man jetzt an der Stelle einfach mal nochmal zeigen, weil aus den gerade gezeigten Sachen folgt ja ganz klar, dass es vorhanden sein sollte, dass es gebraucht wird, also habe ich dort einen Mangel. Jetzt kann man darüber streiten, wie man diese verschiedenen Kategorien definiert. In der Masterarbeit und auch in, also von mir und auch in den einigen anderen Publikationen ist das eben eine beliebte Vorgehensweise, dass man zumindest sagt, wir wollen schon mal mindestens 37 Nanogramm pro Milliliter haben und dass man dann so eine Verabstufung macht. Das ist eine leichte Vitamin-D-Insuffizienz, also nicht ausreichend, 20 bis 30 Nanogramm pro Milliliter, einen mittelgradigen Vitamin-D-Mangel 10 bis 20 und einen schweren Mangel unter 10. Aber, wie es auch bei mir in der Masterarbeit gemacht wird und wie es auch in einigen Publikationen gemacht wird, das Ganze zusammengefasst, kann man auch sagen, ab unter 30 haben wir einen Mangel. Entsprechend sei es jetzt umgangssprachlich oder was auch immer, aber Fakt ist ja entsprechend, dass wir diese 30 haben wollen, um die gesundheitlichen Vorteile zu haben, beziehungsweise nicht die gesundheitlichen Nachteile zu erfahren. Also insofern das gerade dazu. Und dann abschließend nochmal die Historie. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt, dass man sich das gerade noch einmal zusammengefasst nachvollziehen kann? Also, bis 1998 waren viel weniger Daten vorhanden und da war entsprechend allgemein anerkannt die 10 Nanogramm pro Milliliter. Dann kam 2011 das Institute of Medicine mit ihrer neuen Komponente, wo halt vorher schon einige Daten rausgekommen waren, die sogar schon eben die 30 postuliert haben. Und die sagten, nee, mal 20. Dann hat die Endocrine Society, also die endokrinologische Fachgesellschaft in den USA, nochmal gesagt, nee, 30 aus den und den Gründen. Und das Ganze ist entsprechend auch über die Jahre von einigen renommierten Institutionen bzw. Fachgesellschaften mitgemacht worden. Ich lese gerade mal kurz vor Zustimmung von National Osteoporosis Foundation, also die nationale Osteoporose Stiftung, glaube ich, ja, Stiftung, die internationale Osteoporose Stiftung, die American Association for Clinical Endocrinologists, also wieder die Endokrinologen, und noch die amerikanische geriatrische Fachgesellschaft. Und die haben alle gesagt, ja, das unterschreiben wir soweit, das ist, macht Sinn. So, und wie gesagt, die Grassroots Health Vereinigung von den ganzen Leuten weltweit, die gehen eben so weit und sagen, nee, 40 bis 60 ist optimal. Das hat, die anderen sagen jetzt auch nicht, dass die 40 bis 60 nicht optimal wären, sondern sagen die 30, ne, bitte mindestens. Und das ist ja die Frage, bin ich ausreichend versorgt oder bin ich wirklich jetzt da nochmal besser? Das ist, wird sich sicherlich noch vieles tun, weil viele Daten immer noch neu rauskommen. Und insofern, genau, wird der Ausblick da sicherlich noch spannend sein. Die 30 Nanogramm ist die untere Ölmarke im Auto. Niemand fährt mit einem Ölspiegel in der unteren Marke, sondern füllt auf. Und das sind die 40 bis 60. Das, was man im Auto gut tut, sollte man sich selber auch gut tun. Ja. Insofern auch nochmal hier ein Hinweis auf das, auf eine schöne Zusammenfassung von Michael Hollick wieder. Auch wieder verlinkt entsprechend. Da ist ja das Ganze nochmal wirklich systematisch einmal nachzuvollziehen, wo auch viele der Studien nochmal systematisch drin sind, mit vielen Grafiken auch, also wer es interessiert, klare Empfehlung nochmal auch anzugucken. Für diejenigen, die Englisch nicht so ganz fit sind, wie gesagt, werden wir einmal den Event machen, aber es wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch ein neues Buch von mir geben. Ich habe es endlich geschafft, das alles zusammenzutragen. Es hat den etwas dezenten Titel Vitamin D, immer wenn es um Leben und Tod geht. Und ich habe diesen Titel ausgewählt, bevor Covid-19 kam, wo wir jetzt auch gesehen haben, dass wir eher in den Tod kommen, wenn wir zu wenig Vitamin D haben. Also auch dort kann man nachlesen, wer kein Englisch kann. Das Buch ist in Deutsch geschrieben, hat aber praktisch alle die Quellen, die Chris jetzt angegeben hat, sind auch dort verwendet worden und entsprechend dokumentiert worden. Okay. Genau. Ich habe schon gelesen, insofern klare Empfehlung. Ist wirklich wieder super. genau, also was kommt sozusagen noch draus? Vielleicht gerade noch mal ganz kurz ein paar den Vergleich zum Schilddrüsenhormon. Da übergebe ich wieder an dich. Ja, also ich werde häufig gefragt, ja, warum ist denn Vitamin D so wichtig? Warum wird da so ein Hype gemacht? Dann sage ich als erstes, es ist ein Hormon.
Und Hormone sind essentiell ganz, ganz wichtig im Körper für die Steuerung. Und man kann das Vitamin D sehr wohl mit anderen Hormonen. Ich habe hier das Schilddrüsenhormon aufgelistet, aber das gleiche ist Sexualhormon. Auch diese sind extrem wichtig für den gesamten Körper. Und der Unterschied zwischen Schilddrüsenhormon und Vitamin D sieht man hier, ist erstmal null, was den Umfang angeht. Da sind natürlich unterschiedliche Positionen aufgeschrieben, sonst bräuchten wir keine unterschiedlichen Hormone. Aber die lange Latte ist beim Schilddrüsenhormon genauso. Warum wird über das Schilddrüsenhormon nicht mehr geredet? Der Grund ist der, maximal 10-15% der Menschen bekommen einen Schilddrüsenhormonmangel, je nach Studienlage. Aber beim Vitamin D haben wir uns absolut in den Keller geritten, das sind 70-90. Deswegen ist Vitamin D als Thema so heiß, weil die Bevölkerung durch unseren falschen Lebensstil in einen Mangel insgesamt hineingerutscht ist. Was dann noch wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass man sagt, Schilddrüsenhormonmangel muss ausgeglichen werden. Kein Facharzt für Endokrinologie würde es wagen, einen Schilddrüsenhormonmangel nicht auszugleichen. Wenn wir jetzt sehen, dass Vitamin D wie Schilddrüsenhormon gebraucht wird, dann muss man sagen, bitte, liebe Kollegen, gleicht den Vitamin-D-Mangel genauso konsequent aus, wie er den Schilddrüsenhormonmangel ausgleicht, denn dann haben wir den Benefit für unsere Menschen. Also nochmal ein toller Vergleich, wo man wirklich mal sehen kann, selbst wenn man sagen würde, selbst wenn nur die Hälfte der Sachen davon am Ende quasi dann sagt, ja, selbst dann wäre es ja immer noch, dass man sagen muss, es reicht aus, um zu sagen, Mensch, wir haben einen Grund, diesen Mangel zu beheben und von daher sollte man es auch tun, weil ansonsten verschenkt man einfach unglaubliches Potenzial. Und das Argument, dass es so teuer ist, gilt einfach nicht, weil es mittlerweile so, so günstig ist, entsprechend herzustellen und auch im Kauf her. Das Ganze kostet pro Jahr, je nachdem, wo man das Ganze kauft, das gibt es für, also ich glaube, ich zahle 15 Euro im Jahr, da ist einmal essen gehen ist teurer. Also das ist wirklich nicht der Punkt. Der Vitamin-D-Test, der kostet im Prinzip, je nach, ich glaube, 20, 25, also eigentlich mindestens 25 bis 30 Euro. Insofern, das macht aber trotzdem halt Sinn, dass man mal weiß, mal gucken kann, wo stehe ich denn eigentlich. Aber es ist halt, es ist schade, dass das halt nicht übernommen wird, gerade wenn man diese überwältigende Latte von Sachen anschaut. Vieles anderes wird übernommen, das Vitamin-D-Spiegel wird nicht übernommen, auch die Supplementierung nicht. Von daher, da werden wir nochmal ganz viele Beiträge auch liefern jetzt eben in der Event-Reihe. Wir werden nochmal einige weitere Videos auch machen. Das heißt eben, wenn Sie da ein spezielles Thema interessiert, gerne einfach nochmal sagen, was nochmal besonders interessant wäre. Und ansonsten melden Sie sich einfach einmal an unter vitamindevent.de und da finden Sie nochmal alle Informationen. Und da gibt es, wie gesagt, nochmal eine große Palette. Da werden wir auch den Michael Hollig im Prinzip aus Übersee, viele, viele, viele Leute, die ganzen führenden Leute aus Deutschland, auch Übersee, eben die gerade erwähnt waren, Karen Beggerly und das Wagner, werden wir auch im Prinzip versuchen, alle mit dabei zu haben. Insofern, und für die, die kein Englisch verstehen, werden wir das auch nochmal auf Deutsch zusammenfassen. Und von daher die ganz herzliche Einladung. Es wird eine, glaube ich, Fülle von Informationen. Auch das Thema Covid-19 werden wir wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal zusammenfassen, wo wir auch nochmal gucken, die ganzen Interventionsstudien, die mittlerweile international rausgekommen sind, teilweise, ich glaube sogar jetzt mittlerweile, es kommen immer mehr doppelblind placebo-kontrollierte Studien raus, wo man sagen muss, oh, das ist ja eine ganze Latte an Sachen. Das heißt, auch da versuchen wir, die Autoren mit an Bord zu holen und zu schauen, dass wir da mal wirklich an die Quelle der Daten rankommen und zu sagen, hier, wie ist denn jetzt Stand der Wissenschaft? Und zwar nicht nur Cherrypicking, sondern wirklich jetzt mal den Gesamtüberblick. Und von daher übergebe ich nochmal an dich für letzte Worte. Sehr bedankt für diesen großen Bogen. Ich möchte nochmal eins rausfassen. Alle diejenigen, die Angst und Sorge haben, was mit Covid-19 jetzt passiert, die sollten sich zumindest insofern besser stellen, als sie ihren Vitamin-D-Spiegel aufheben, weil Vitamin D ist ein absoluter Regulator im Immunsystem. Und das Problem ist nicht das Virus, sondern das Problem ist der Mensch. Wir leben seit Milliarden von Jahren mit den Viren zusammen und der Körper kann damit umgehen, wenn er denn seine Ressourcen hat. Und Vitamin D ist eine dieser Ressourcen. Also sorgen Sie dafür, dass Sie zumindest einen normalen Vitamin D-Spiegel, einen regelrechten Vitamin D-Spiegel haben. Dann haben Sie eines der Aspekte oder einen Aspekt, der wichtig ist, um durch den Winter zu kommen, den haben Sie schon mal auf der Reihe. Wenn Sie es dann genau wissen wollen, klinken Sie sich ein in den Event von Chris. Da können Sie im Detail sich nochmal nachhören und anschauen, warum es so wichtig ist. Herzlichen Dank für heute. Vielen Dank.